Hallöchen! Hallihallöchen, ich bin wieder da und es geht weiter und wir haben die nächste Aufgabe, der vermisste Pilot. Mein Freund Mori Hangflug, ebenfalls ein Pilot der Belagerungsmaschinen, hat sich in den Hügeln verirrt und wir haben nach einem seltenen Erz gesucht, das man für hochwertige Sprengpulver benötigt, und während unserer Suche hat er seine Maschine einen steilen Hügel hinaufgefahren und ist dabei kaputt gemacht. Okay, immer noch überzeugt davon, dass es in den Bergen Erz gibt, hat er mich beauftragt, unsere Maschinen zu bewachen, während er zu Fuß weitersuchen wollte. Das ist jetzt mehrere Tage her. Und wir gehen ihn dann mal suchen. Müssen wir jetzt wieder zurück? Sieht fast so aus. Na los. Trippel, trappel, trippel, trappel, trippel, trappel, trippel, trappel den Tunnel durch und da ist doch ein Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen, Mann, oh Mann, oh Mann. Dann gucken wir mal, was da wohl passiert sein könnte. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Eisbär. Bei Miezekatze. So, warte mal. Pläne, kupferne Kettenweste. Kann man den zähmen? Come on. Aber ich offensichtlich noch nicht. Doch hier. Ich müsste den aktuellen Begleiter zurückschicken. Dann schicke ich den mal. Nein! Freigeben. Tschüss. Das kriege ich bestimmt in die Fresse. Nö. Bäm! Wie hieß der jetzt? Marterklaue? Umbenennen. Marterklaue. So. Ja. Cool. Ich hab einen Eisbären. Der vermisste Pilot. Hier liegt die Leiche eines Zwergs zerfetzt. Gefroren und von Aasfressern blank gefressen. Seine Hand umklammert ein Buch, das grob gekritzelte Aufzeichnungen von Morik Handflug erhält, um ihn gehüllt. Nach wie vor in sehr gutem Zustand. Ist eine Brigadiersweste. An diesem grausigen Ort muss der Pilot die Belagerung am Ende gefunden haben. Ja, okay. Pilot. Marterklaue töten. Scheiße. Ach, guck mal, da ist er schon wieder. Schön. Fass? Fass dich selber? So, zurück. Wann kann ich auf dem reiten? Und der ist groß genug.
Lust auf ein Glas? Na, wir nehmen natürlich das Gewehr. Ist ja wohl klar. Bleib sauber. Okay, auf ins Tal der Könige. Dann schlafen wir mal los. Oh, schade, Schnee ist zu Ende. Ich mag Schnee. Obwohl sie euch schön aussieht. Okay, der ist wohl in der Hütte drinne. Hauptmann Rugelfuß. Schön, euch zu sehen. Statusbericht abliefern. Bim! 14. 14? 14. Verteidigung der Länder des Königs. Splitterstein, Trox oder Speer. Okay. Und wir haben Bedrohung durch die Trox. Sammelt 8 Trocksteinzähne. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Attacke. Da lang. Glaube ich. Tirili, Tirilo, Tirila. Ich weiß, manchmal bin ich schon ein bisschen behindert, aber das muss so sein. Das ist einfach die Stumpfheit der stumpfen Stumpfgegenstände, die man ab und zu mal gegen den Kopf geballert kriegt. So Bratpfannen und sowas. Nudelhölzer. Ja, die Waffen einer Frau. Stumpfe Gegenstände. Ich musste mich gerade mal ängstlich umgucken. So, wir sind da. Da sehe ich rotes Gelümpel. Rotes Gelümpel. Schupau. Oh, eine Weste. Des Affen. Taugt die? Hä? Ja, Beweglichkeit, Ausdauer, Tempo, Vielseitigkeit. Ja, holla Marsch. Hat dasselbe plus was mehr. Na, dann ziehen wir doch die an. So. Trox. Ich muss näher ran. Was? Umhang? Ich hab doch, glaube ich, noch ja keinen Umhang an. Ausdauer, Tempo, Vielseitigkeit. Na los. Na, jetzt geht's ab hier.
La 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 la. So, ich wollte ja noch das Blümchen da oben wegrupfen. Das liegt ja fest auf dem Weg. Zum jetzt nicht mehr. Oh, Wolle gibt's hier schon, ist ja krass. In die Höhle muss bestimmt auch noch rein. Das würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn es so wäre. Ich habe kein Ziel. Das ist ja schon wieder der letzte. Das ist schon wieder der letzte. Knick, knack. Rüber ab. So, zurück. Da können wir auch bald Inis latschen. Ich freue mich drauf. Also jetzt noch, dann bestimmt nicht mehr. Ach, ich hätte doch einen Zwerg nehmen sollen. Ich freue mich auf Level 20. Wenn ich ein Pferdchen kriegen kann. Ein Reittierchen. Pferdchen werde ich mir nicht draufsetzen, weil ich bin zu klein für ein Pferd. Aber so ein Widder. Ich nehme an, ich werde einen Widder reiten. Oder einen Roboschreiter, aber der macht mir wahrscheinlich zu viel Krach, also doch eher ein Widder. Hallo, die Herren. Grüße. Mögen eure Reisen sicher sein. Was geht euch durch den Kopf? Graf Muck. Bleibt auf dem Boden. Was kann ich für euch tun? Größer und ekliger. Tötet 8 Schamanen und später. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und bis dahin würde ich sagen, lasst's euch gut gehen. Und schaut mal wieder rein. Tschüss.